Hallo liebe SCP-07-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Folge von unserem Format Mein erster Bolzplatz. Ja, in der ersten Folge haben wir Marcel Hoffmeier in Schmerlicke besucht und heute sind wir in Leverkusen, um genauer zu sein bei Bayer 04 Leverkusen. Denn hier hat unser Mittelfeldmotor Kai Kleefisch das erste Mal auf dem Grün gestanden. Jetzt treffen wir direkt seinen ersten Jugendtrainer von der U8, Jürgen Hagemanns. Und ich bin schon ganz aufgeregt, was der uns über Kais Anfangszeit zu erzählen hat. Kommt einfach mal mit. So, und da sind wir auch schon. Hier ist er bei mir, der Jürgen. Ich hatte es vorher ja schon angekündigt. Hallo Jürgen, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo, danke auch für die Einladung. Sehr schön. Jürgen, vielleicht erzählst du unseren Zuschauern einmal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du hier bei Bayer 04 Leverkusen und vor allem, wie lange schon? Ja, mein Name ist Jürgen Hagemanns. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und bin seit 2002 hier bei Bayer 04 im Grundlagenbereich und kümmere mich dort spezialisiert um die Jüngsten, um die Akquise der Kleinsten, sprich der U8-Spieler. Und ja, freue mich jedes Jahr immer wieder auf eine neue Mannschaft. 21 Jahre U8-Trainer bei Bayer 04 Leverkusen, habe ich das richtig verstanden? 21 Jahre, mit Lust und Leidenschaft als Passion. Herr Hagemanns, mein erster Trainer ja bei Leverkusen. Ich war davor bei einem Dorfverein, aber auch nur 3 Jahre, also auch in Leverkusen. Und also für mich auch, oder für uns Jungs auch, gefühlt so eine Legende im Verein. Man war gefühlt mehr am Platz als zu Hause und dann war das gefühlt auch so eine Vaterfigur. Was ist so das Erste, wenn du so an Kai Kleefisch, wenn dich jemand fragt, hör mal, Jürgen, kennst du Kai Kleefisch? Was sagst du dem? Ja, kenne ich. Weil? Woher? Ja, sehr impulsiv, aus den Gedanken heraus noch, an seine frühkindliche Entwicklung. Sehr engagiert und verlieren konnte er sehr schlecht. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ich war da 7 oder 8 Jahre alt und schon damals war das so ausgeprägt bei mir. Also ich habe das immer in mir gehabt bis jetzt. Ich kann mich noch an damals erinnern, wenn es nicht geklappt hat, dann war ich sehr, sehr enttäuscht in Form von Weinen und so. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, was war Kai für ein Kind? Also du sagst jetzt schon sehr impulsiv, ne? Aber wie ist er dir so am Anfang entgegengekommen? Wie hat er sich ins Mannschaftsgefüge eingeführt? Gab es da am Anfang schon so Dinge, wo du gesagt hast, boah, der hebt sich aber ein bisschen ab von anderen Kindern? Wie muss man sich das vorstellen? Also Kai hat schon ein gewisses Talent mitgebracht, sonst wäre er nicht zu uns gekommen über unser Scouting-System. Ja, da muss ich sagen, Kai war auffällig in der Form und hat natürlich auch bestochen durch seinen Einsatzwillen, durch seine Laufbereitschaft und auch er war sehr energisch. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du dann abends da, beobachtest ihn und sagst dann, das hat er vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren schon gemacht, da habe ich mich schon drüber aufgeregt oder ist das alles Schall und Rauch und... Das ist Schall und Rauch, ja, aber man schaut schon drauf und man legt dann doch immer wieder einen Fokus. Ach ja, den Jungen kennst du doch noch, da weißt du noch, wie klein er war. Man erkennt die Kinder oftmals oder die mittlerweile jungen Männer dann auch oftmals an den Laufbewegungen, an der Statur. Selbst wenn sie früher klein gewesen sind, vieles ändert sich nicht zwingend an der Statik, aber ja, man schaut immer wieder mal drauf. Gibt es denn trotzdem noch irgendetwas, was du vielleicht Kai noch auf seinem Weg, sage ich jetzt mal, der ihm ja hoffentlich noch lange und bevorsteht, mit auf den Weg geben möchtest? Weil du hättest jetzt noch mal die Möglichkeit. Ja, ich wünsche natürlich Kai erstmal, dass er genesen bleibt, dass er also keinerlei Verletzungen hat und dann dementsprechend, so wie er jetzt auf Fuß gefasst hat, seinen weiteren Weg bestreiten soll als junger, engagierter Spieler. Und ja, ich freue mich noch auf viele Spiele von ihm. Ja, vielen Dank Richtung Leverkusen an Herrn Hagemanns. Würde mich auch freuen, wenn man sich dann noch mal über den Weg läuft. Wie gesagt, ich habe nur gute Erinnerungen an die Zeit damals. Er weiß einfach, wie er die Kinder also zu trainieren hat, wie er mit ihnen umzugehen hat. Dass sie dann auch in den jungen Jahren schon den nächsten Step gehen können. Und ich glaube, das ist der perfekte Trainer, um schon diese Grundlage zu legen. Tolle Worte, Jürgen, da bedanken wir uns auch schon mal recht herzlich für. Und ihr bleibt jetzt dran, denn wir ziehen einmal kurz um und werden jetzt zu der Mutter von Kai fahren, Yvonne Kleefisch. Und da freue ich mich schon besonders drauf, denn die hat auch noch ein paar alte Zeitungsartikel für uns. Bis gleich.
So, und da sind wir an Station Nummer 2, nämlich bei dem Elternhaus von Kai. Und dort treffen wir jetzt Kais Mama Yvonne. Die hat uns nämlich eingeladen. Deshalb kommt einfach mal mit. Wir gucken mal, ob schon einer zu Hause ist. Hallo? Da ist sie. Hallo, Robert. Hallo, Yvonne. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Kommt gerne rein. Machen wir doch. So, da sind wir im Wohnzimmer der Familie Kleefisch. Yvonne, danke nochmal, dass du uns eingeladen hast. Ich fühle mich jetzt schon richtig wohl. Sehr ein gut. Sehr warmes Gefühl hier. So. Es ist auch sehr toll eingerichtet. Jetzt erste Frage, wer wohnt alles noch in diesem Haushalt und wer hat alles in diesem Haushalt gewohnt? Okay, noch in diesem Haushalt wohnen ich und mein Mann. Und gewohnt haben hier unsere drei Söhne, der älteste Tim, der mittlere Kai und der kleinste, der jüngste Ben. So, drei Jungs habt ihr also, genau. Michael und du. Michael ist der Vater von richtig, Kai. Richtig. Die sind alle nicht mehr hier, aber die spielen alle Fußball. Richtig. Der Ben, für euch einmal da draußen, der Ben spielt bei uns in der U21 und der Tim spielt, glaube ich, hier in der Region auch. Genau. Wo spielt der? In Ratingen, in der 5. Liga. In Ratingen, in der 5. Liga. Oberliga, ja. Alle spielen heute Fußball. War dir das vor 25 Jahren bewusst? Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ich hatte mit Fußball eigentlich überhaupt nichts Großartiges am Hut. Okay. Also man hat sich natürlich mal dafür interessiert, wenn irgendwie WM, EM, wie auch immer war. Aber dass ich mir jetzt irgendwelche Spiele freiwillig angeguckt hätte, das war überhaupt nicht so. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, tatsächlich. Wobei man sagen muss, meine Opas, also beide von meiner Mutterseite und von meinem Vater die Seite, die haben auch Fußball gespielt und so. Aber es ist natürlich klar, dass meine Mutter jetzt nicht so viel damit am Hut hatte. Da waren wahrscheinlich andere Sachen, die sie lieber gemacht hätte. Von meinem Vater dann die Seite war schon eher dann nochmal fixiert auf Fußball. Und sind wir dann alle da auch irgendwie reingekommen, über unseren Vater die Seite und so. Und meine Mutter hat natürlich dann alles mitbekommen und kann heute gefühlt auch nicht mehr so ohne den Fußball. Weil wir waren ja gerade in Leverkusen. Genau. Bei Herrn Hagmanns. Genau, da war er dann oder kam er zur U8. Und dann war er aber vorher schon in einem anderen, kleineren Dorfverein bei uns hier. Okay, dann das heißt ja, die müssen ja bei dem Kai ziemlich früh entdeckt haben, dass er in Anführungszeichen eventuell für die höheren Ligen berufen ist. Sonst würde ja so Bayer Leverkusen, würde ich jetzt mal vermuten, nicht auf einen unter 8-Jährigen aufmerksam werden, oder? Ja, das denke ich. Also Tim hat dann damals auch nach der Bambini irgendwann bei Taxofit, in der Taxofit-Schule gespielt und ist dann zum 1. FC Köln gewechselt und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Anlass für Bayer Leverkusen zu sagen, oh, da gucken wir uns auch mal den Bruder an und haben das auch gemacht und ja, und dann ist er irgendwie auch auffällig durch sein Spielverhalten, denke ich mal, geworden. Genau, die Sichter stehen ja überall am Rand. Ne? Also das heißt, der Tim ist in der Jugend zum 1. FC Köln gegangen, der Kai zu Bayer Leverkusen. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Funktioniert das? Es hat tatsächlich super funktioniert. Wirklich super. Also Tim ist bis heute noch Köln-Fan. Kai hat bei Bayer Leverkusen gespielt, aber es war nie ein Thema tatsächlich. Also die haben sich immer super verstanden und hat jeder seins gelassen, sag ich mal so. Ne? Das war wirklich top. Ja, genau. Wir haben uns eher immer supportet, als dass wir irgendwie da auf die Vereinsschiene gegangen sind und uns irgendwie deswegen geärgert haben oder was auch immer. Also klar, Leverkusen-Köln ist natürlich Derby und das war schon immer so, ja, wie gesagt, so kleine Sticheleien gab es da schon immer. Oder auch wenn die Profis dann gegeneinander gespielt haben, dann hat man natürlich immer sich nochmal extra gefreut, so ein bisschen provozieren und so, aber alles im gesunden Maß, also nie, dass es irgendwie über die Stränge geschlagen hat. So, und wenn wir dann jetzt mal überlegen, die Jungs werden vielleicht auch ein bisschen älter, die spielen ein bisschen höher, die Spiele werden regelmäßiger, das Training wird mehr. Wie war denn so dein Alltag so vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren? Anstrengend auf jeden Fall. Ja, sehr anstrengend. Also man hatte halt drei Kinder, die Fußball gespielt haben. Wir waren aber nur zu zweit. Also es muss ja immer irgendwie organisiert werden, dass irgendeiner irgendwen wohin bringt, mitfährt, wie auch immer. So, und jetzt rückblickend heute sagt man natürlich, ist egal, war eine schöne Zeit, auf jeden haben wir Fall. Gerne gemacht. Auf jeden weil Fall. Es trägt ja auch Früchte. Ja, das weiß man natürlich nie. Ne? Aber andererseits sage ich mal so, die Jungs haben
ein tolles Hobby gehabt, die waren von der Straße weg, die haben immer irgendwas zu tun gehabt, haben Sozialverhalten gelernt und es hat denen gut getan, würde ich sagen. Also die kamen ja gar nicht auf irgendwelche anderen Gedanken. So, ne? Also das sind einfach, das sind so Sachen, die, das macht mich sogar emotional, so, weil das, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass alles den Kindern unterordnet, dass man einfach da das, was sie am liebsten machen, dass man da voll hintersteht, dass man alles dafür tut, dass man diesen Traum ermöglicht. Klar, auch von Kindheitstagen an ist der Traum, irgendwann Profifußballer zu sein, wenn man dann auch immer im Stadion ist und die Profis da spielen sieht. Wie glücklich macht dich das, dass Kai mit Ben jetzt bei uns in Paderborn ist und dass die beiden zumindest, ist das mein Wissensstand, so war es vor 8 Monaten noch, die wohnen immer noch zusammen. Und das funktioniert auch. Das funktioniert. Da ruft auch keiner an und sagt, hör mal, der ist schon wieder so und so, nein. Mutter, sag doch mal was. Nein, gar nicht. Das funktioniert super, ja. Perfekt. Super. Gut, dann Yvonne, du hast uns hier so ein paar Sachen mal ausgelegt an Zeitungsartikeln und Fotos. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Kai da jetzt ein Problem mit hat oder Tim oder Ben, aber wenn die Mama es uns hinlegt, dann müssen wir es natürlich auch zeigen. Wir haben hier nämlich schön ein Bild, da sind die drei in der Badewanne. Was hat denn der Kai da gemacht? Wieso hat er denn so einen Kratzer da auf der Waage? Also Kai hatte eigentlich ständig Kratzer. Also ich habe immer, wir haben immer Kamikaze Kai gesagt tatsächlich, weil der war echt immer einer, ich würde sagen von allen drei der mutigste und hat immer sich überschätzt. Hat sich immer überschätzt? Okay. Ja, würde ich so sagen. Und ja. Dann kommen solche Verletzungen zustande? Ja. Aber da hat er auch einfach drüber hinweggesehen, das war ihm egal. Genau. Was ich heute daraus so nehme, dass auch dieses in Zweikämpfe gehen und so, dass es damals halt schon, also schon so war, dass ich vor nichts Angst hatte so und immer mutig war und wenn es auch eine Verletzung gab oder so, einfach weitergemacht habe. Und das habe ich mir bis heute so beibehalten, würde ich sagen. Auch hier nicht zu vergessen, da war er aber schon bei Bayern 04 Leverkusen. Jeder, der irgendwie in den 90ern unterwegs war, kennt diese Frisur. Ich rede hier von Ronaldo, dem brasilianischen Ronaldo, muss man dazu sagen. Ne? Genau. Vorne lang, der Rest kurz. Sehr gut. Ja, ich hatte immer so ausgefallene Frisuren damals. Das hat mein Vater mir auch immer so geschnitten. Ich war aber, also wenn ich jetzt noch Leute treffe von damals, die mich noch von damals kannten, die wissen immer direkt, wer ich bin und so, weil die das so, das war so außergewöhnlich so ein bisschen auch. Und dann haben wir hier ein paar Pokale stehen. Kannst du uns denn dazu erzählen? Also zweimal der beste Spieler geworden in Turnieren. Der stehende Pokal vorne, genau dieser? Ja. Den hat er auch, glaube ich, in der U8 bekommen. In Brüssel oder in Belgien war das, glaube ich. Und da gibt es so eine ganz lustige Geschichte, weil es steht ja eigentlich immer so im Vordergrund, viel oder gut essen, viel schlafen, ne? Für die Fußballer ja ganz wichtig. Und schlafen wurde aber übergewertet, wie wir das dann am anderen Tag erfahren haben, weil die haben eigentlich, er und sein Mannschaftskollege, die haben immer zu zweit bei Gastfamilien geschlafen, haben eigentlich gar nicht geschlafen. Und er hat das Turnier seines Lebens da gespielt, so ungefähr, und hat da diese Auszeichnung dann bekommen. Ne? Ja. Die Geschichte tatsächlich, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß noch, wo ich den Pokal bekommen habe, das Turnier, aber ich weiß nicht mehr, dass ich da die Nacht gefühlt durchgemacht habe. Da ist es nicht wie heute so, dass man komplett seinen Tagesablauf nur nach den Spielen sich daran orientiert, sondern ja einfach Kind sein und das, was Kinder machen, auch mal eine Nacht durch und dann stehst du am nächsten Tag auf. Aber ich weiß noch, also ich hatte jetzt kein Müdigkeitsgefühl oder so, sondern einfach Fußball spielen, dann das, was man am liebsten tut. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, mit einer Mutter zu sprechen, dann sind wir natürlich auch so zuvorkommen und haben kleine Sträußchen mitgebracht. Dankeschön. Die Älteren unter euch werden Wetten, das noch kennen. Da waren die Blumengebinde immer größer gewesen. Nein, aber ich liebe auch so kleine Gebinde. Auch so kleine Gebinde. Ja, sehr schön. Dankeschön. Yvonne, ich danke dir recht herzlich, dass du uns einen kleinen Einblick hier geben konntest und auch von Kai geben konntest und deiner Familie. Wünschen dir weiterhin natürlich und euch alles Gute. Bleibt gesund. Und wir werden jetzt, und die Yvonne hat es vorhin schon angesprochen, Kai hatte nicht viele Freunde, aber Kai hatte hat zwei beste Freunde. Und die besuchen wir jetzt nämlich noch an der Schule, wo die drei zusammen Abitur gemacht haben. Also, bis gleich.
So, da sind wir an Station 3. Wie ihr seht im Hintergrund, es ist schon dunkel geworden. Ja, und ich habe jetzt bei mir die zwei besten Freunde, zumindest sagt das Kai selber und die beiden Jungs haben mir das auch bestätigt. Jan und Felix, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr beiden. Vielleicht sagt ihr uns mal ganz kurz, wo befinden wir uns gerade? Ja, wir sind hier in den heimischen Hallen von unserer Schule, Landrat-Gurs-Gymnasium in Opladen, wo wir uns von der 5. bis zur 12. Klasse die Zeit verbracht haben. Wir haben uns hier kennengelernt und sind dann so die ganzen Jahrgänge von der 5., also von der Unterstufe bis zum Abitur, haben wir hier geschlafen. Zusammen, also beide zusammen, auch mit Kai bis zum Abitur. Genau, das Ganze jedes Jahr immer zusammen. Ja. Ja, genau, das sind meine zwei besten Freunde aus der Heimat. Also wir kennen uns schon seit der 5. Klasse, damals in Leverkusen im Lata-Lukas-Gymnasium zur Schule gegangen zusammen, in dieselbe Klasse und seitdem auch nie der Kontakt irgendwie abgebrochen. Dann würde mich mal interessieren, wie war denn die Schulzeit mit Kai Kleefisch? Kurz und knapp erzählt. Kurz und knapp kann man sagen, es war eine witzige Zeit. Ob jetzt, sage ich mal, im Unterricht oder halt auch in der Pause. Wir hatten immer Spaß zusammen und man muss sagen, wir haben es auch zu dritt, sage ich mal, durch die Abiturphase dann auch, haben es zu dritt gerockt, ganz einfach. Ja. Durchgeprügelt. Durchgeprügelt, ja. So kann man es auch sagen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? War Kai so eher der Klassenclown gewesen oder hat den Part dann eher einer von euch übernommen, wenn ihr das jetzt so zurückblickend mal beschreiben müsst? Ja, ich muss sagen, also ich war eher der Ruhigere. Kai und Felix, die waren da ab und zu ein bisschen lauter und, also was heißt lauter? Die haben einen oder anderen Witz gerissen. Absolut, ja. Aber es war immer lustig mit den beiden. Ja, kann man schon sagen, dass wir schon so die Klassenclowns waren. Auch mit den Lehrern immer eigentlich auch gut verstanden. Klar, auch manchmal zur Weißglut gebracht, weil man es dann auch ein bisschen übertrieben hat manchmal. Aber am Ende haben wir drei es alle geschafft, erfolgreich abzuschließen die Schule mit dem Abitur. Und war einfach, ja, war eine schöne Zeit, wo man auch sehr gerne zurückblickt. Das ist ja jetzt schon eine ganz besondere Schule, weil ich sag jetzt mal so, auf diese Schule darf oder kann vermutlich nicht jeder gehen, sondern was für eine Fähigkeit sollte man am besten mitbringen, um dann hier genau, auch aufzunehmen? Genau, wir waren in so einer Sportklasse, heißt das, da braucht man einen Eignungstest, muss man machen. Mhm. Das war dann, weiß ich nicht, Kugelstoß, man musste ein Seil hochklettern, musste einen Ausdauerlauf machen. Mhm. Und genau für diese Sportklasse braucht man halt diesen Test. Wer von euch dreien hat denn, und jetzt seid ehrlich, das beste Abi gehabt? Ja, das ist so eine Sache zwischen uns dreien. Da muss man tatsächlich sagen, dass es der Kai war. Ach, also nicht, dass ich das nicht vermutet hätte, aber okay. Der tatsächlich das beste Abitur von uns dreien hat. Man muss aber auch sagen, gut waren wir jetzt alle nicht wirklich, aber absolut. Kai hat da die Nase vorn gehabt. Ja, gut waren wir nicht, sondern befriedigend. Ja, da tun wir uns immer ein bisschen sticheln, so, wer es am Ende so am besten geschafft hat. Als Freunde, wie nimmt man das so wahr? Also ich meine natürlich, wenn man auf so eine Schule vorher geht, wird man sich vermutlich auch mal in der Jugend mit diesem Thema schon beschäftigen. Was ist in der Zukunft? Aber als der Step dann wirklich passiert ist, wie sehr habt ihr euch gefreut für ihn? Also wir haben uns tierisch darüber gefreut. Also das war ja nicht wirklich direkt absehbar. Gerade dann, als der Sprung von Leverkusen zu Viktoria kam. Deswegen hat uns das umso mehr gefreut. Wir haben immer an den Kai geglaubt und wir wussten auch, dass er es schaffen kann. Aber als er uns das erzählt hat, dann, dass er jetzt bei den Profis dabei ist, das war für uns auch wie Geburtstag. Absolut. Man muss da noch eine spannende Anekdote dazu erzählen. An unserem Abiball tatsächlich war er gar nicht dabei, weil er war im Trainingslager, ich glaube in Belek in der Türkei, das erste Mal oder das zweite Mal, weiß ich gar nicht mehr, mit den Profis von Viktoria. Ich glaube, das war dann die erste Drittligasaison, wo er sich dann da vorbereitet hat und gar nicht dabei war tatsächlich, ja. Oh! Genau, also den Abiball hat er nicht mitbekommen. Absolut, ja. Jetzt müssen wir mal kurz, ich muss mal kurz rechnen. Ihr seid, oder Kai ist jetzt 23, das heißt, ihr habt vor 4, 5 Jahren Abi gemacht. Vor 5, das heißt, oder vor 5. Genau. Ja, man könnte quasi in 5 Jahren dann zum 10-jährigen Abi-Jubiläum ihn dann nochmal einladen und dann könnte er da in Anzug eine heiße Sohle aus dem Bett legen, oder? Ja, definitiv, die heiße Sohle auf jeden Fall, ja. So, jetzt habt ihr alles ganz tolle Sachen über den Kai erzählt, ne? Aber jetzt will ich eine Sache, eine Jugendsünde, eine Sache, eine Geschichte, wo ihr sagt, so von wegen, auch das ist Kai, da haben wir echt sehr, sehr gelacht drüber. Gibt es da irgendwas? Dürft er? Ja. Hat die Lehrer oft imitiert, ein bisschen so nachgemacht. Das war auch manchmal ein Grund, warum er rausgeflogen ist, weil er es immer weitergemacht hat und dann so dann kein Ende gefunden hat. Aber so eine direkte Geschichte, wir hatten halt einen Sponsored Walk. So viele, was ist das? Da sammelt man Geld von Freunden, Verwandten, vom Rewe-Mitarbeiter. Ja. Und man bekommt halt pro Kilometer dann diese ausgewählte Summe. 10 Euro oder sowas, ja. Und wir mussten 21 Kilometer laufen. Ja. Und Kai ist ja Fußball verrückt und an dem Tag kam FIFA raus. Ja.
Und dann sind wir abgekürzt, weil der Weg ging bei Kais zu Hause vorbei. Und sind dann schnell zu ihm, haben FIFA gespielt und sind dann im Bus weitergefahren bis zum Ende der Strecke. Und haben uns so 10 Kilometer gespart und konnten FIFA spielen. Das Keiner ist ganz lustig, das ist ganz cool, ne? Ja, das ist ja ein Lümmel, ist das. Ja, er ist nicht abgezockt. Ja, er ist 21 Kilometer gelaufen, sondern nur 10. Ja, so ungefähr. Da haben wir einen Bus genommen. Ich hoffe, der Trainer hat das jetzt nicht gehört, ne? Sonst muss er jetzt läuft er die gerne die Kilometer. Ja, jetzt läuft er gerne. Einer der Laufstärksten heutzutage, ne? Einer der Laufstärksten, das stimmt. Sagen, ja. Tatsächlich. Ja, das ist wirklich so eine Geschichte, ja, die war ziemlich lustig. Nein, mach mal nicht. Natürlich nicht. Nicht nachmachen hier. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Gruß an Kai hinterlassen. Ach, wir würden uns mal gerne wieder freuen, wenn wir vorbeikommen dürfen. Genau, komm rum, Jungs, spiel eine Runde Wizard. Und eine Sache müssen wir noch sagen. Die Trikots von dieser Saison haben wir noch nicht. Wir freuen uns. Genau, auf die warten wir noch. Schauen wir mal, was wird, ne? Gut, genau. Okay. So, Kai, du hast es gehört. Deine Jungs wollen 2 neue Trikots haben. Ich denke, das ist möglich, wenn du das nächste Mal in Leverkusen bist. Ich sage euch auf jeden Fall da draußen danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview. Bitte lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann freue ich mich dann, wenn wir uns bei der 3. Folge Mein erster Bolzplatz wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, tschüssi, ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.